Guten Tag, liebe Pilzfreunde. Ich habe heute einen besonders guten Speisepilz entdeckt, diesen hier nämlich, und den möchte ich euch jetzt mal genauer vorstellen. Das, was hier unten an einem alten, toten Buchenstamm wächst, das sind Austernseitlinge. Austernseitlinge sind sehr gute Speisepilze. Manche nennen sie auch Kalbfleischpilze, weil sie von ihrem Geschmack her ähnlich sind. Und sie gehören zu den Baumpilzen, genauer gesagt zu den Seitlingen. Sie heißen deswegen Seitlinge, weil sie seitlich gestielt sind, also ihre Stiele sich nicht in der Mitte befinden. Und sie heißen Austernseitlinge, weil sie oft wie Austernbänke übereinander wachsen und auch ein bisschen muschelförmig geformt sind. Was ihr hier unten seht, sind die Lamellen. Der Austernseitling hat einen recht kurzen Stiel und eng stehende cremefarbene Lamellen, die am Stiel herablaufen. Aber sie laufen nicht bis ganz an den Stielansatz, sondern nur so eine gewisse Strecke hinab. Die Hüte können verschiedene Farbtöne haben. Diese hier haben einen hellen Cremeton. Es gibt auch sehr viele Austernseitlinge, die eine graubraune Farbe haben. Auch manchmal recht elefantengrau oder auch ein dunkleres Graubraun. Es kommen auch violettbraun oder blau Violetttöne vor, auch so bläuliche Violetttöne. Es gibt also ziemlich viele Varianten beim Austernseitling. Das hier ist eine hellere Variante. Ich zeige ihn euch jetzt nochmal von der anderen Seite. Der Austernseitling sollte immer gut durcherhitzt werden, denn im rohen Zustand kann er die roten Blutkörperchen zerstören. Deswegen bitte diesen Pilz immer ausreichend durchgaren. Ja, im Jungstadium hat er noch eine Zungenform. Das wird dann im Alter immer mehr muschelförmig. Und der Austernseitling ist auch ein sehr geselliger Pilz, der meistens in großen Gruppen wächst, aber manchmal kommen auch vereinzelte Exemplare vor. Wenn er älter wird, dann wird sein Hutrand so ein bisschen flatterig. Wir haben jetzt fast Mitte November und jetzt sind die Austernseitlinge noch in einem sehr jungen Zustand und man kann sie jetzt auf jeden Fall gut essen, denn wenn sie später älter werden, sind sie weniger schmackhaft und sollten dann auch nicht mehr gegessen werden. Das hier ist so ein helles Milchkaffeebraun, diese Hutoberfläche bei diesen Exemplaren. Letztes Jahr habe ich mehr so blau, grau oder auch graubraune Exemplare gesehen. Dieses Mal habe ich hier welche mit einem milchkaffeebraunen Hut. Hier könnt ihr mal diese Austernseitlinge von unten sehen. Da sieht man, wie die Lamellen so den Stiel herablaufen. Ja, es sind sehr charakteristische Pilze. Sie können manchmal auch mit anderen Seitlingen verwechselt werden. Aber aufgrund ihrer Farbtöne sind sie schon recht charakteristisch. Die anderen Seitlinge sind meistens doch etwas anders gefärbt. Da gibt es zum Beispiel den Muschelseitling, der sehr viel gelblicher ist, auch gerade in seinen Lamellen, während hier der Austernseitling diese schönen cremeweißen Lamellen hat. Ja, man sollte bei den Austernseitlingen immer nur die Hüte essen, denn die Stiele sind sehr zäh und sehr korkig. Und man sollte den Austernseitling auch immer recht lange durcherhitzen, denn auch die Huthaut ist sehr zäh. Ich schaue mal, ob ich hier noch weitere Austernseitlinge finde. Hier könnt ihr mal einen einzelnen Austernseitling sehen. Der wächst jetzt nicht unten an dem Buchenstamm, sondern obendrauf. Und da ist die Hutfarbe ein bisschen brauner schon, etwas dunkler. Die unter dem Buchenstamm waren ja alle recht milchkaffeebraun, also ein sehr heller Ton. Der hier ist schon ein etwas dunkleres Braun. Aber es ist auch ein kühler Braunton, also kein warmer Braunton, mehr so ein Taub. Ja, und der hier wächst einzeln, denn normalerweise sind ja die Austernseitlinge sehr gesellig. Hier könnt ihr nochmal die Hüte des unteren Austernseitlings von oben sehen. Das ist wieder dieses helle Milchkaffeebraun. Ja, der Austernseitling wächst am liebsten auf Laubbäumen und sein Lieblingsbaum ist die Buche. Also auf Buchen wird man ihn am ehesten finden. Ja, wie man sieht, sind diese jungen Austernseitlinge noch zungenförmig. Sie werden später dann muschelförmig noch werden.
Auf jeden Fall sind sie noch in einem sehr guten Zustand. Und wie ich schon sagte, gehören sie zu den äußerst schmackhaften und auch festen Speisepilzen. Hier habe ich nochmal den oberen braunen Austernseitling. Mal von der anderen Seite, da könnt ihr auch nochmal ganz gut seine Lamellen erkennen. Sie haben diese schöne cremeweiße Farbe. Der Austernseitling ist ein klassischer Winterpilz. Er beginnt erst zu wachsen, wenn eine gewisse Kälte da ist. Das heißt so ab Mitte November in der Regel. Wir haben jetzt noch nicht ganz Mitte November, aber es sind schon junge Exemplare vorhanden, wie man sieht. Und er wächst den ganzen Winter über. Und ja, man kann ihn im Dezember finden, im Januar bis in den Februar hinein. Wenn alle anderen Pilze schon vergangen sind, also die klassischen Herbstpilze, dann findet man ja einiges an schönen Winterpilzen und zu den besten davon gehört ja dieser Austernseitling. Ja, liebe Pilzfreunde, wie ihr seht, gibt es jetzt schon Austernseitlinge. Es lohnt sich also auf jeden Fall, jetzt schon mal in den Wald zu gehen und nach diesen schönen Speisepilzen Ausschau zu halten. Und wie gesagt, der Austernseitling kommt vor allem an Laubbäumen vor. Und sein Lieblingsbaum ist, wie gesagt, die Buche. Ja, das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende und verabschiede mich hiermit. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.